Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, und Anfang und Ende oder ja, so eigentlich wie mein letztes Video, was schon fast eine Woche her ist, geendet hat, fängt dieses an. Also wir sind auf dem Rathaus, ja, jetzt tatsächlich Rathaus 13 Account. Vielen Dank für die netten Tipps. Wir haben das ja in meinem letzten Livestream, der leider auch schon ein paar Tage her ist, das Rathaus hier gelevelt und haben ja schon so ein paar Sachen gemacht. Was heißt ein paar Sachen? Noch gerade so ein paar Sachen vor der Liga. Ich bin hier im Clan Deutschland Ed. Ja, ich weiß, eigentlich als 13er gehöre ich zu den Herausforderern, aber ich hatte zu den Tagen gesagt, wo wir die Liga gestartet haben, ich bin auch gerade so ein Rathaus 13 und zähle sicherlich noch eher als 12. Deswegen habe ich dann gedacht, gehst du lieber hier hin zur Unterstützung im Clan Deutschland Ed und machst hier ein bisschen Liga und farmst natürlich ein bisschen weiter, denn ich bin immer noch im Boost-Modus, so will ich das mal sagen, im Boost-Modus hier. Das heißt, 5 Tage lang sind ja die Minen und Sammler geboostet und auch die Helden. Ihr seht das, so hoch sind ja meine Helden noch nicht, aber immerhin 4 Level haben wir schon an der Queen gepackt, was sicherlich nicht schlecht ist. Oh, den können wir mitnehmen. Den können wir mitnehmen hier mit meiner doch eher sehr komischen Armee. Ja, macht aber nicht. Und das wollte ich natürlich ein bisschen ausnutzen, konnte es aber gar nicht so ausnutzen, wie ich es gerne wollte, aber ist nicht so schlimm. Nehmen wir den denn jetzt am besten mit? Wir haben ja nicht wirklich viele Heiler dabei oder sowas, dann und auch nicht wirklich viele Tanks. Naja, okay, dann machen wir das mal so, dass wir hier so ein bisschen was reinkriegen. Oh, ich habe auch wieder meine Leiste, so ein bisschen komisch, aber das ist, glaube ich, auch nicht so schlimm. Ein paar Magier da noch hinter. Die müsste ich eigentlich jetzt wieder ein bisschen größer stellen. Nehmen wir mal die Helden hier auch mit rein. Und solange wie ich ja alle Helden eigentlich habe, nehme ich die auch. Nehmen wir die mal mit. Und auch ganz viele Mauerbrecher hier. Und dann spammen wir hier mal unsere Goblins rein, unsere Kobolde. So, sieht das noch ganz gut aus. Und nehmen wir hier mal einen Wut. Und vielleicht auch hier und da hinten gesprungen. Ich weiß nicht genau, wie viel die hier außen noch brauchen. Gucken wir gleich mal. Die können wir einfach so. Oh, ja, ist klar, dass du da außen so ein paar Fallen hast. Ist klar. Okay, Queen ist noch dabei. Der King ist auch noch hier unten. Ja, passt doch. Einfach ein bisschen rumfarmen und ein bisschen weiter leveln. Ich habe jetzt noch 2 Bauarbeiter frei. Einen wollte ich mir eigentlich immer für einen Helden lassen, aber dazu brauche ich auch Bücher und die habe ich im Moment nicht. Im Moment ist nichts zu kriegen. Ich meine, klar, hätte ich jetzt vorher noch shoppen gehen können. Das habe ich aber nicht gemacht. Und dementsprechend habe ich natürlich jetzt gerade ein bisschen weniger Bücher. Ich habe auch den Boost, den es gab, habe ich auch nicht so wirklich ausgenutzt. Ich meine, ich habe alle Spiele gemacht, aber ich habe jetzt nicht wirklich diesen einen Gem-Boost, den wir da hatten. Oh, der war in Ordnung. Den einen Gem-Boost, den wir da hatten, nicht wirklich ausgenutzt. Und wie voll oder... Oh, die ist schon wieder voll. Eieiei. Okay, die ist schon wieder voll. Den einen Gem-Boost habe ich jetzt nicht ganz ausgenutzt. Wir trainieren die nochmal nach. Aber ein paar mehr Tanks mit hier, glaube ich. Oh, mehr hatte ich gesagt, nicht weniger. So, dann nehmen wir ein paar mehr mit. Und das können wir so lassen. Passt so. Und dementsprechend, wo war ich stehen geblieben? Ja, ganz schön voll hier. Ich wollte jetzt auch ein bisschen was machen. Ich weiß nicht, wie wir die Helden leveln. Ich kann mir vorstellen, dass wir den erstmal auf 5 ziehen hier. Und denn im Moment ist er nur Level 2. Ich meine, ihr seht zwar, er ist Level 7, aber wir kriegen ja noch die 5 Tage Boost obendrauf. Ich weiß auch gar nicht, wo sieht man das eigentlich? 3 Tage, 9 Stunden habe ich noch. Den Boost, hier sieht man auch, 1 Tag, 9 Stunden ist ja nur noch left. Okay, aber meine Minen und Sammler sind noch länger aktiv, weil dort habe ich so den einen oder anderen Trank noch eingeworfen und habe auch aus Verlegenheit hier schon mal die Falle fertig gebaut. Die suchende Luftmine, die dauert mir jetzt eigentlich ein paar Tage zu lange. 11 Tage der Scattershot hier. Ich habe das Ganze auch im Pass gemacht, nur für die es interessiert. Das heißt also, wir haben wirklich an dem Abend, das war richtig cool, richtig viel geschafft hier, haben also unsere Helden gelevelt. Ich meine, ich bin auch jetzt ziemlich blank hier. Also das war ja alles voll und mehr geht im Moment nicht. Ich meine, klar, ich kann jetzt noch ein paar Rühnchen nehmen hier, könnte jetzt noch Zauber machen, aber erstmal läuft es noch ganz entspannt hier
die Kaserne schon auf Level 2, dann kann ich sie wenigstens hier in den Clans, die über Clan Level 10 sind, als Level 4 verspenden. Das war mir auch sehr wichtig, dass die recht früh oben ist. Und jetzt muss ich mal eben schauen, wo wir hier eigentlich was machen können. Okay, leveln können wir nicht, aber ich wollte, das Ding ist bald fertig hier. Dann nehmen wir mal, würde ich mal so sagen, hier einen von. Und ich glaube, mit Elex kann ich im Moment sowieso nicht viel machen, außer den Worten. Ach doch, den dunklen Storage. Aber den dunklen Storage brauche ich nicht unbedingt. Den brauche ich nicht unbedingt im Moment, weil man mit Pass eigentlich erstmal ohne auskommt. Ich brauche die 300.000 nicht. Deswegen können wir uns den auch erstmal sparen. Dann können wir mal eine Mauer machen. Für 4,5. Im Moment sind sie noch recht teuer. Aber es wird ja dann im Laufe des Passes hier wieder ein bisschen günstiger. Hier hinten zumindest wird das dann wieder günstiger, aber dauert noch ein bisschen, bis wir da sind. Wir haben ja noch Clankrieg, beziehungsweise wir haben hier noch die Liga zu überstehen. Und ihr seht auch an Truppen, haben wir ein bisschen was gelevelt, aber da oben seht ihr jetzt die wirklichen Heldenlevel. Also so ist es eigentlich in Wirklichkeit. Und wir haben aber auch schon die eine und andere Truppe gelevelt. Wir haben die Loons gemacht, kann ich mich dran erinnern. Wir haben den Yeti gemacht, kann ich mich dran erinnern. Heiler haben wir hochgebracht auf Max-Level. Und ich meine, wir hätten auch den einen oder anderen Zauber gemacht. Heilzauber haben wir hochgelevelt. Und den Giftzauber. Die beiden waren mir auch sehr wichtig. Also nur mal so ein bisschen am Rande. Was ist mir eigentlich wichtig und was ist mir, ich sag mal, nicht so wichtig. Also wo ich jetzt erstmal im CK eigentlich ganz, ganz gut auskomme hier als Rathaus Level 13 und sieht eigentlich ganz gut aus und ich komme ein ganz, ganz kleines Stück besser voran, muss ich sagen, als mit dem Thorsten. Liegt einfach daran, dass ich natürlich lernt man aus gewissen Situationen und weiß, wann man sich wo was aufbewahrt und wie man das dann am effektivsten raushaut. Ich meine, an einem Tag, wo ich Rathaus Level 13 wurde, da konnte ich mir den gesamten Pass noch abholen, die Clanspiele noch abholen, inklusive des Doppelzugriffs und so weiter. Und hatte auch noch ein paar Hämmer, die habe ich jetzt natürlich nicht mehr. Ich habe jetzt auch nur noch 15 Medaillen, also wir müssen erstmal ein paar Medaillen dazu gewinnen. Das kriegen wir sicherlich auch hin. Oh, ich habe ein Heldenbuch. Eigentlich nehme ich ein Heldenbuch immer gerne mit. Wir haben ja ein bisschen gejammt an dem Abend auch. Aber ich hatte so etwas über 8000 Gems nur. Und ihr seht, ich habe jetzt 7832 schon wieder. Durch die ein oder andere Tat und durch Sammeln hier. Also können wir die ruhig nehmen. Und dann machen wir uns, glaube ich, nachher den Royal Champion schon mal auf 3. Dass der wenigstens ein bisschen schneller auf 5 geht. Dunkle Rune könnte ich auch nehmen, aber wir sind ja erstmal in der Liga. Und da sieht es auch sehr, sehr schick aus hier bei Deutschland Ed. Sind wir Rathaus 10, 11, 12, ja, und ihr seht, oben sind wir sogar 3 13er, das ist richtig krass, 3 13er, und wir haben uns noch zwei Stück geliehen, die sind eher zufällig hier reingekommen, weil sie noch gesucht hatten, und natürlich habe ich geschrieben, ja, Leute, wir kämpfen hier in Kristall, das ist jetzt vielleicht nicht so die Liga, wo man sich jetzt erhofft, dass man die über vielen Medaillen dann am Ende bekommt. Das ist dann leider so, aber ich glaube, die oben sind relativ maxed und brauchen die gar nicht mehr, im Moment zumindest nicht. Und deswegen freut es mich natürlich, dass wir hier jetzt mit 3-13ern kämpfen und ist ganz entspannt hier bei Deutschland Ed. Also wir dominieren hier so ein bisschen gerade die Liga. Unten die Rathäuser, na okay, mit Chefkoch konnte ich bisher, wurde ich noch nicht gefordert bisher. Nur 9er unten in dem Bereich und okay, ich selber als Avatar habe hier nur einen Stern hingelegt, 13 auf 13. Wie ihr es von mir gewohnt seid, habe ich da mal wieder das Rathaus vergessen. Aber Libertas hat das Rathaus hier nicht vergessen, sondern hat es hier mitgenommen. Schöner Angriff, wie ich finde, auf die, ja, vielleicht auch nicht Max Base. Die 13er hier sind auch nicht ganz hart auf 13 ausgebaut, aber schade für den Gegner, gut für uns, und bin mal gespannt, wie wir hier abschneiden. Wäre natürlich cool, wenn wir aufsteigen, allerdings, wenn wir aufsteigen, dann wird es auch wieder ein bisschen schwieriger, irgendwann hier weiterhin zu bestehen in der Liga. Ja, ich meine, es geht ja immer weiter. Irgendwann hast du dann unten nur noch 11er, irgendwann hast du unten nur noch 12er und irgendwann spielst du nur 13er. Punkt. So ist das. Aber ich habe jetzt erstmal zwei 13er, Leute. Ich habe jetzt keinen 12er mehr erstmal für euch. Das wird jetzt auch ein bisschen dauern, bevor ich wieder ein Rathaus 12 habe.
wo ich dann ein bisschen was drauf zeigen könnte. Aber ich glaube, es war Zeit, auch wenn ich die Mauern jetzt nicht ganz geschafft habe, hier mit dem Avatar auf 13 zu gehen. Denn jetzt noch die 140 Mauern reingeklopft, das hätte ewig gedauert. Und ich wollte unbedingt gerade diese Universalruhen, die wollte ich sinnvoll nutzen und nicht einfach so ausgeben. Okay, jetzt klingelt mal wieder mein Telefon. Da gehe ich jetzt auch mal eben ran. Naja, der Telefonterror, der übliche. Aber wir nehmen noch einen zweiten Angriff Mitte. Ich hatte mir noch einen ausgeguckt vorher. Ja, nicht wirklich, sehe ich jetzt zum ersten Mal. Aber Rathaus 11 auf Rathaus 11 mit ohne Adler. Ne? Ja, ohne Adler-Artillerie. Und ich muss heute auch noch mit dem Alex ran. Auch eine Base ohne Adler. Mal sehen, wie er das hier gelöst hat. Okay, mit E-Drachen only. Das ist nicht so mein Ding im Rathaus 11 Bereich. Aber mal sehen, ob wir da nicht doch was machen können. Weil auch meine Base, die ich machen muss mit dem Elver, hat Multi-Infernos und keine Single. Und da die ja doch ein paar Trefferpunkte haben, die E-Drachen, und hier ballert ja kein Adler. Also das ist dann schon, ich will jetzt nicht sagen, es ist etwas einfacher, ja. Aber das muss nicht immer gelingen. Und vor allen Dingen nicht, wenn so ein E-Drache erstmal hinten zur Bauhütte fliegt und die wegmacht. Ich meine, vorbildlich gemacht von ihm. Hat er wenigstens nicht vergessen. Und aber wie gesagt, ist ganz entspannt. Ihr werdet die nächsten Tage, werde ich dann auch mal aus den anderen Clans natürlich wieder aufnehmen. Free-to-play, Spätzle mit Soße. Da spielen wir dieses Mal ganz, ganz komisch. Aber ich werde euch dann dazu was erklären. Und dann bin ich auch noch in einem anderen Clan, glaube ich, beim FC Hollywood Junior. Da geht so richtig die Post ab. Aber wahrscheinlich nur, weil der Clan-Chef jetzt anfängt zu meckern. Aber alles zu seiner Zeit. Erstmal war mir wichtig, dass wir wieder ein bisschen was zu Papier bringen hier. Und hier ein bisschen Clash of Clans sehen. Und ihr auch merkt, dass ich im Moment ein bisschen lost bin. Was nicht unbedingt, was das Game angeht, aber was so das Aufnehmen angeht, Livestreams etc. Aber es kann im Moment nur besser werden. Arbeitsmäßig freut es mich natürlich, dass ich super, super viel zu tun habe. Und auch im Moment einen Kollegen kompensiere, der noch Urlaub hat. Also habe ich so ein bisschen, tatsächlich ein bisschen weniger Zeit und hänge dann auch schon mal gerne noch das ein oder andere Stündchen abends am Rechner, um irgendwelche Tagesgeschäftsgeschichten noch abzuarbeiten. Naja, und dann war ja, wettermäßig ist ja immer noch ganz schick, wird wieder ein kleines Stück wärmer, können wir also wieder ein bisschen draußen clashen. Und dann sehen wir uns, hören wir uns sicherlich auch wieder in der nächsten Woche oder am Wochenende, mal sehen, wie ich jetzt dazu komme, hier so ein paar Sachen aufzunehmen von Clash of Clans aus den verschiedenen Rathausstufen. Ich hoffe, das Ganze hat euch trotzdem ganz nett gefallen. Wenn ja, dann wisst ihr, Daumen nach oben da lassen, abonnieren, falls ihr noch kein Abonnent seid, und einfach die Glocke stellen. Dann verpasst ihr auch keins meiner wenigen Videos, die ich in letzter Zeit gemacht habe. Ich habe gesehen, 26.08. war mein letztes. Oh. Naja, ist nicht so schlimm. Kleine Schaffenspause muss auch mal sein. Und dann sehen wir uns in weiteren Videos. Bis dahin, Leute. Habt ein schönes Wochenende. Euer Toto. Clash.